Ja, herzlich willkommen beim Bundesverband der Dienstleistungswirtschaft und unserem Format zur Sache am Morgen. Heute, wie organisieren wir in Zukunft den Verkehr in den Städten am Beispiel Berlin? Das wollen wir gerne diskutieren mit Ihnen und mit unseren Gästen. Und ich darf begrüßen Oliver Friederizi, gebürtiger Berliner, Diplompolitologe, viele Jahre Personalleiter in einem mittelständischen Unternehmen, Mitglied des Abgeordnetenhauses seit 1995 und seit 1999 direkt gewählter Abgeordneter in Lankwitz. Mhm. Oliver Friederizi ist Vorsitzender des Ausschusses für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz und verkehrspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus. Herzlich willkommen, Herr Friederizi. Danke. Und Axel Graf Bülow, mein Kollege vom Bundesverband Freier Tankstellen, inzwischen seit mehr als 30 Jahren dort Hauptgeschäftsführer. Der BFT vertritt mehr als 2400 Tankstellen im gesamten Bundesgebiet, also ein wesentlicher Teil unserer Verkehrsinfrastruktur auch. Und nicht unerwähnt bleiben soll, aber dass Graf Bülow Landesvorsitzender der FDP im Land Brandenburg ist. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen, Graf Bülow. Ja, der Verkehr nimmt zu, überall in Berlin auch. Der Straßenraum ist knapp und wird von vielen beansprucht. Fußgänger, Radfahrer, Individualverkehr, öffentlicher Personennahverkehr, natürlich auch die Wirtschaft hat ein großes Interesse an funktionierenden Infrastrukturen. Dienstleister, Handwerker, Handel sind absolut angewiesen auf Mobilität. Mobilität ist Voraussetzung für wirtschaftliche Betätigung. Wie bekommen wir nun die unterschiedlichen Interessen unter einen Hut? Welche Rolle spielen alternative Antriebe, auch im Hinblick auf den Umweltschutz? Viele wichtige Fragen stehen hier auf der Agenda. Herr Friederizi, die CDU-Fraktion hat ein Konzept vorgelegt, kritisiert den Senat, was natürlich ist aus Sicht der Opposition. Was stört Sie denn am meisten an der Politik des Senats? Mich stört vor allen Dingen als Vertreter der CDU daran, dass die Verkehrspolitik dieses aktuellen Senats vor allen Dingen davon ausgeht, dass alle Menschen künftig ausschließlich mit dem Fahrrad und dem öffentlichen Nahverkehr fahren werden in Berlin. Das wird so nicht funktionieren, wenn Sie internationale große Metropolen sehen, die 5 Millionen und mehr Einwohner haben und wachsen, so wie Berlin. Wir werden ja 40.000, 45.000 Einwohner mehr haben. Dann setzen die auf alles. Auch auf den Fahrradverkehr natürlich, auch vor allen Dingen auf den öffentlichen Nahverkehr, aber auch auf den Autoverkehr, diesen intelligent zu managen und auch Situationen zu schaffen, wo sich beide nicht behindern. Also leistungsfähige Verbindung durch die Stadt, wo man durchschleust den Verkehr, zum Beispiel die A100, die TVO zu bauen, was diese Koalition ja ablehnt, was wir aber wollen, aber auch den Verkehr unter die Erde bringt. Es ist richtig, Straßenbahnen zu bauen, durchaus in Berlin, aber nicht unbedingt in der Innenstadt. Also die Leipziger Straße, Potsdamer Straße runter bis nach Steglitz ist ein Parallelverkehr zu einer S-Bahn. Das ist ein reines ideologisches, politisches Kampfinstrument, um den Leuten zu sagen, wir bauen da was rein und wollen eine andere Verkehrsart behindern, nämlich den Wirtschafts- und den privaten Verkehr. Übrigens dann auch den BVG-Verkehr des Busses, weil der würde ja dann mit im Stau stehen. Und ich finde, man sollte diskriminierungsfrei den Verkehr in Berlin planen. Und dafür treten wir an und deswegen ist das Konzept da. Es sagt aber auch, wir machen ein Verkehrsangebot, beispielsweise für außerhalb des S-Bahn-Ringes, weil diese Koalition ist fokussiert auf ihre Wähler in den Innenstadtbereich. Und außerhalb des Innenstadtbereichs, also außerhalb des S-Bahn-Rings, sind die Mobilitätsstrecken völlig andere. Da müssen Sie auch teilweise mit dem Auto fahren, weil es gibt keine öffentliche Nahverkehrsverbindung. Und da muss man eben alle Angebote top halten und auch ausbauen. Mhm. Ja, vielen Dank für ein erstes Statement. Graf Bülow, Thema Stau. Wir beide waren heute Morgen auch wieder Opfer dieses Verkehrs. So ungewöhnlicher Zeit. Ja. Was wünschen Sie sich denn vom Senat aus Sicht der Wirtschaft? Es ist, vielleicht muss ich damit beginnen, dass ich hin und wieder nachts nicht, wenn ich das Telefon aus habe, angerufen werde auf meinem Handy, weil mein Telefon hier im Büro, was im selben Gebäude ist, umgeschaltet wird auf mein Handy und dann fragen mich Menschen, ob sie bei mir die Batterie aufladen können. Das liegt daran, dass irgendwann mal ein Verrückter unsere Telefonnummer des Büros als Tankstelle ins Internet eingegeben hat und seitdem habe ich diesen Spaß. Was aber zeigt, dass man auch in der Innenstadt offensichtlich noch im Auto fährt. Also das ist schon mal für uns als Tankstelle natürlich eine erfreuliche Nachricht. Aber was anderes ist auch, dass wir, ich bin in Potsdamer, also ich wohne seit über 10 Jahren in Potsdamer, arbeite hier in Mitte und fahre zugegebenermaßen nicht immer mit den Öffentlichen, weil zeitlich macht es überhaupt keinen Unterschied. Das ist das Erstaunliche. Ich fahre so eine gute Stunde morgens und ich fahre auch mit dem Auto eine gute Stunde. Das ist also ziemlich wurscht. Heute habe ich anderthalb gebraucht.
Aber warum kann ich nicht so richtig erklären, wir hatten Nebel in Potsdam und so. Aber das ist etwas, was mich dann wieder ein bisschen ärgerlich macht, obwohl Berlin eigentlich als die Stadt des öffentlichen Nahverkehrs in Deutschland gilt. Das muss man neidlos anerkennen. Ich bin sehr viel unterwegs, sehe viele andere Städte. Es geht nirgendwo so leicht und so, auch so verständlich, möchte ich fast sagen, wie hier in Berlin. Das muss man anerkennen, wenn man aus anderen Städten kommt. Aber es ist jetzt nicht so, dass es den Individualverkehr ja, in allen Fällen auch wieder aussticht. Und deswegen steigt man dann auch nicht immer um. Das ist ja das Problem, wenn ich es möchte, Sie haben es richtig gesagt, zwingen kann man keinen, sollte man auch nicht. Das ist als, jetzt ziehe ich mal den gelb-blauen Hut auf. Ja, liberal ist das sowieso ist nicht, jemanden zu zwingen, etwas zu tun. Dann muss ich dafür sorgen, dass ich die Angebote so gestalte, dass die Menschen einsehen, dass das eine vernünftige Lösung ist. Ich würde sofort zu allen Zeiten mit der S-Bahn oder der Regionalbahn nach Potsdam fahren, tue es aber nicht, weil es mir einfach zu umständlich ist und weil die Zeiten dann nicht stimmen, vor allen Dingen in den Randzeiten. Mhm. Und damit sind wir ja nicht nur im Thema Innenstadtbereich, also Innenstadtring, das ist für mich nach wie vor eine recht faszinierende Situation hier für einen nicht ursprünglich nicht Berliner, aber wenn ich ins Umland denke und vor allen Dingen, wenn ich auch ein bisschen weiter ins Umland denke als FDP Brandenburg, Vorsitzender, sehe ich ja auch mal Senftenberg und sehe ich auch mal die Prignitz, dann wird die Sache schon sehr viel schwieriger. Aber das muss auch verzahnt werden. Mhm. Und deswegen wäre mein Wunsch, die Takte noch besser zu machen, die Anschlusstakte noch besser zu machen und vor allen Dingen dafür zu sorgen, dass der Busverkehr, der ja hier in den Querverbindungen und in den Diagonalen, die also nicht mit der S- und der U-Bahn bedacht werden können, dass die noch verbessert werden können. Ja, vielen Dank. ÖPNV, ein Thema, natürlich, ich meine, wir können leicht umsteigen auf den ÖPNV, die Wirtschaft kann das so ohne weiteres nicht. Denken Sie nur an die ganzen Handwerker, Händler, Dienstleister, die Waren transportieren, die Werkzeug dabei haben, die ihre Kunden anfahren müssen. Ja. Das spielt ja in viele Bereiche rein, tangiert auch zum Beispiel den Fachkräftemangel. Ja. Wenn wir dann denken, dass eben Pflegekräfte, die ambulant pflegen, mit ihren Fahrzeugen unterwegs sind, die Zeit, die irgendwo im Stau stehen, können sie natürlich nicht das tun, was sie eigentlich tun sollen, nämlich Menschen pflegen. Wie schützt man denn die Stadt vor dem Kollaps? Also mein Ausbau ÖPNV ist schön und gut, aber auch dieser Individualverkehr muss ja erhalten bleiben und die Möglichkeit haben, besser zu fließen. Ein Thema ist zum Beispiel, ihn leistungsfähiger durch die Stadt zu leiten, durch intelligentere Telematik. Das ist heutzutage ja schon viel einfacher möglich. Wenn Sie in die Niederlande fahren, wird immer als das Paradebeispiel des Fahrradverkehrs gezeigt. Amsterdam, Den Haag, Rotterdam. Aber wenn Sie dort mit dem Auto fahren, haben Sie viel weniger Staus als hier, obwohl es dort mehr Autos gibt. Das ist eine ganz viel intelligentere Telematik, die schon vor der Stadt einsetzt, die Verkehrsströme entsprechend darauf anpasst. Ich rate auch dazu nicht, ständig gesetzlich neue Paniken zu erzeugen, also Fahrverbote, wo ein Handwerksmeister sich vielleicht gerade mal ein Diesellaster leisten kann, erstmal Angst kriegt, was mache ich eigentlich, reiche ich jetzt gar nicht mehr, meine Kunde bringen uns überhaupt nichts, weil der kleine mittelständische Unternehmer, da sind wir uns sehr einig wahrscheinlich, der lebt davon und wir übrigens als Gemeinwesen, als Staat auch davon. Wir leben zwar auch von großen Konzernen in Deutschland, die Steuern zahlen, aber vor allem von der mittelständischen Wirtschaft. Und wenn der Handwerksmeister, der Heizungsmonteur, die Pflegekraft nicht mehr hin und her fahren kann, sind ja in der Regel diese Fahrzeuge, dann sage ich mal deutlich, werden wir hier große Probleme in Berlin haben, weil es wird sich nicht alles über Lastenfahrräder und Rikschas bewegen lassen, um den Wohlstand zu erhalten, den wir hier in Berlin haben. Im linken Spektrum wird das gerne so gesehen, aber es wird so nicht funktionieren. Wenn Sie Städte sehen in Schwellenländern, in China, in Brasilien oder ähnliches, dann setzen die ganz klar, natürlich auch auf den öffentlichen Nahverkehr, weil die hatten das bisher nicht, aber ganz klar auch auf die Infrastrukturverbindung der Straße. Und damit ist natürlich die Belieferung auch der Individualverkehr gemeint. Und ich will auch noch was zur Zielrichtung Berlins sagen. Wenn wir eine internationale Metropole werden wollen, ich sage es werden wollen, das sind wir noch nicht in dem Maße, wie es London und Paris ist, dann haben wir ein bestimmtes Klientel, was wir in dieser Stadt noch brauchen. Sehr gut verdienende Menschen, sehr viele Menschen, die hier bewusst leben wollen, die ein bestimmtes Lebensgefühl haben. Und die werden sie nicht in den öffentlichen Nahverkehr kriegen. Die werden sie nur mit dem Auto hin und her fahren können. Da kommen wir zum Freiheitsgedanken. Ich kann als Politik, das ist unsere Auffassung, nicht vorschreiben, wie sich die Menschen von A nach B bewegen müssen. Und das unterscheidet uns wesentlich, sag ich mal, als bürgerliche Parteien, von denen, die jetzt hier in Berlin regieren. Und da, muss ich sagen, werden wir auch immer wieder in Konflikt geraten. Sie sprachen das Thema Diesel ja schon an.
Das ist natürlich für uns auch ein Riesenthema, aus genannten Gründen. Ja. Viele selbstständige Gewerbetreibende haben Dieselfahrzeuge. Ja. Ich glaube, Sie wissen ja aus eigener Erfahrung, wie hoch der Dieselkraftstoffanteil nach wie vor ist. Der ist inzwischen bei 50% angekommen, ja, bei den Neuzulassungen. Ja. Aber das, im Augenblick geht es auch wieder zurück. Also ja. Im Augenblick gibt es 10% wieder gesunken. Also diese Diskussion hat natürlich Spuren hinterlassen, das ist völlig klar. Ne? Wobei das Benzinauto ja, was den Feinstaub angeht und ähnliches, was die NOx-Geschichten und Feinstaub angeht, nicht unbedingt sauberer als der Diesel ist. Das machen wir ja nicht glauben. Es gibt nur andere Grenzwerte und deswegen sind die Alarmschwellen irgendwo anders angelegt. NOx sind die Stickoxide, um die es jetzt in den letzten Diskussionen ging, maßgeblich beim Diesel. Ja, das ist richtig, ja. Aber das ist bei den neueren Fahrzeugen ja auch wieder jetzt in Ordnung gebracht worden. Der Diesel sollte auch nicht verteufelt werden. Also vielleicht mal etwas zum Kraftstoff an sich. Wir kriegen ja so eine Art, in den Köpfen zumindest vorgegaukelt, es gibt jetzt eine Disruption, wie man heute neudeutsch sagt, also einen völligen Bruch mit den flüssigen Kraftstoffen und es gibt alles nur noch all electric. Das wird ja nicht so passieren können. Also wenn ich an eine Stadt wie Berlin denke, wie soll da all electric funktionieren? Die Leitungen möchte ich, also ich würde sofort in Kupfer investieren, wenn das so wäre, weil man müsste tonnenweise in jede Straße Kupfer legen, um überhaupt diese Ladestationen überall hinzulegen. Und wie soll das in einem Mietshaus funktionieren, wenn dann die entsprechenden Autos alle elektrisch gefahren werden? Das würde nur funktionieren, wenn man den gesamten Verkehrsbereich so umkrempelt, dass es wahrscheinlich in Deutschland eine kleine Revolution geben würde. Der Deutsche ist doch sehr individuell unterwegs. Ich meine jetzt gar nicht mit seinem eigenen Auto. Das mag mit Carsharing auch in Berlin sogar noch teilweise funktionieren. Aber auch Carsharing verursacht ja mehr Verkehr. Ich habe ja mehr Autos auf der Straße. Wenn ich Carsharing mache, brauche ich ja nicht weniger, sondern letztendlich stehen die Dinger ja überall rum zur Verfügung. Wenn nicht genug da sind, dann wird man das System nicht annehmen. Also ist da auch so eine Art Henne- und Ei-Problem. Nicht? Wenn ich nicht genug Carsharing-Autos habe, dann ist das System nicht gut. Und wenn ich genug habe, habe ich mehr Autos auf der Straße als vorher. Weil der Individualverkehr für die Handwerker und Ähnliches, die werden sich auf solche Fahrzeuge nicht stützen können. Das wird nicht funktionieren. Die wird es auch gar nicht in dem Bereich geben. Also ich sehe da eigentlich diesen disruptiven Charakter nicht. Wir müssen vielmehr sehen, dass wir die Kraftstoffe sauber machen, insbesondere erneuerbarer machen. Das passiert auch. Also wir machen im Augenblick, wir als Verband mit den anderen Mineralölverbänden zusammen eine Studie, wie man sogenannte E-Fuels besser in den Markt bringt. E-Fuels sind erneuerbare Fuels, also Kraftstoffe, die aus Reststoffen, letztendlich auch aus der Luft, den Kohlenstoff holt man dann aus der Luft, also CO2 sozusagen, wird dann wieder recycelt in Form von Kraftstoffen, synthetischen Kraftstoffen dann, sogenannte E-Fuels aller möglicher Herkunft. Die wollen wir untersuchen, wie weit man die in den nächsten Jahren, möglichst auch mit dem Ziel 2050, Paris-Abkommen und Ähnliches, dann in den Markt bringen kann, vermehrt. Das wird nicht billig. Also man muss sich nichts vormachen, auch wenn ich sage, ich hole das aus der Luft. Die Herstellung, die Konversion, die zweifache Konversion dieser Prozesse wird einfach Geld kosten und die Mobilität wird uns nicht preiswerter gemacht. Das müssen wir nicht glauben. Also ich denke, da wird es aber einen Weg geben, diese flüssigen Kraftstoffe im Markt zu halten. Dadurch hätten wir viele Vorteile. Wir bräuchten erstmal die Infrastruktur nicht ändern. Wir müssen die Tonnen Kupfer nicht in die Erde legen. Wir brauchen das Tankstellennetz, was uns natürlich sehr freut, auch nicht verändern. Man kann sogar die Raffinerien teilweise durch Umbau auch in diese Schiene hineinbringen. Und man hat das ganze Ingenieurwissen der Automobilindustrie, was Verbrennungsmotoren angeht, auch nicht auf den Müll geworfen, muss man sozusagen. Also Kraftstoffgewinnung aus der Luft klingt ja fast so schön, um wahr zu sein. Ja, das ist eine Methode. Man kann natürlich die sogenannte Luftspaltung. Nicht? Es gibt in Münster eine Firma, die heißt Westfalen, die nennt sich Luftspaltungsfirma. Ne? Also das ist die nimmt Luft und macht es mit der Elektrolyse, wird dann aus Wasser sozusagen Wasserstoff und Sauerstoff. Und wenn ich dann aus der Luft den Kohlenstoff dazu hole, dann habe ich theoretisch nicht Benzolring ist es ja dann nicht, aber einen CHO-Ring in verschiedenen Zusammensetzungen, den kann ich sogar dann synthetisch herstellen. Ich bin Jurist, verzeihen Sie mir, wenn ich das nicht richtig erkläre, aber so aus der Chemieunterricht habe ich noch so diverse, ja, das lieber nicht. Aber man kann also tatsächlich diese Dinge, diese Versuche und diese Methoden gibt es ja auch schon. Wir sind da relativ weit, bloß es sind noch die Kosten, die das Ganze ausbremsen. Ja gut, die Pflanzen machen es uns ja vor. Aber wenn der Kraftstoff da teurer wird, vielleicht muss man sich darüber Gedanken machen, wie man das Ganze da kann. Da gibt es natürlich staatliche Steuerungsmöglichkeiten, wie man in die Richtung geht. Ja. Aber es muss gewollt sein. Staatliche Steuerungsmöglichkeiten, Herr Federici, Klimaschutz ist wichtig, geht uns ja auch alle an, gerade in den Innenstädten. Wir leben ja mit diesen hohen Schadstoffwerten leider. Setzt die Politik zu sehr auf Elektromobilität in dem Bereich?
Ich muss ja fast ausschließen. Ja, man kann die an den Eindruck haben. Da sprechen Sie etwas Wichtiges an. Die Infrastruktur ist nicht so weit und sie wird auch nicht so weit sein, sonst müssten wir ja an jeder Laterne, an jedem Parkscheinautomaten eine Ladestation haben. Oder wir laden induktiv, oder ist die Technik noch nicht so störungsfrei? Das wird nicht so funktionieren. Und solange ein Fahrzeug seine Obergrenze bei 300, 400 Kilometer real hat und sie nicht mal von hier bis zur Ostsee ohne eine Unterbrechung von einem dreiviertelstündlichen Ladezyklus kommen, ist das keine Option. Das ist einfach so. Wenn Sie allerdings, was Sie das mit den Kraftstoffen ansprachen, heute die neuen 520er Diesel, ich will keine Werbung machen, von BMW nehmen, 28 Milligramm CO2 auf 1 Kilometer. Die EU sagt Grenzwert 90 Milligramm. Dann sehen Sie doch, wie weit die Fahrzeugtechnologie im Motorenbau inzwischen beigegangen ist. Und ich sage es auch nochmal ganz deutlich, alle, die immer sagen, Elektromobilität, auch andere Arten, auch später vielleicht mal die Brennstoffzelle. Hinter dem Brennstoffmotor steckt eine gesamte Industrie, die unseren Wohlstand auch bedingt. Also dadurch entsteht ja auch Wohlstand. Das Know-how, all das gäbe es ja irgendwann dann auch nicht mehr. Was machen wir denn dann mit dieser Industrie? Das wäre sicherlich der gleiche Kollaps wie damals mit der Kohleindustrie und dann hätten wir in Regionen von Baden-Württemberg und Bayern doch erhebliche Probleme, weil niemand würde mir diesen Verbrennungsmotor ja abnehmen und er würde auch nicht weiterentwickelt werden. Ich sehe sehr wohl eine Zukunft. Die Bundesregierung hat ja auch gesagt, zumindest die alte, diese Zulassungsverbote ab fiktiver Jahre 2025, 2030, das wird es in Deutschland nicht geben. Davon gehe ich auch aus, dass das bleibt, auch unter einer neuen Koalition, so wie sie ausgeht, auch unter Beteiligung der Grünen. Gerade Kretschmer sagt, die Kanzlerin hat sich ja schon dahingehend geäußert, dass sie das auch wirklich vorstellen. Wir haben es im Programm stehen, wenn ich wieder mal den anderen Hut jetzt aufsetze. Sicherlich, aber ich glaube, es ist nicht umsetzbar. Es sind hehre Ziele. Sie können auch sagen, in 2040 scheint nur noch die Sonne. Es wird so nicht funktionieren. Und auch wie Länder, wie ich glaube, Schweden haben gesagt, eine Autofirma Volvo haben, die werden sich genau überlegen, gerade Volvo, ein chinesisches Unternehmen inzwischen, die werden sich das überlegen, ob sie ab Jahr 2020 nur noch Modelle neu herausbringen mit Elektroantrieb, gerade in klimatischen Schwankungen in Schweden, wo sie minus 25, 30 Grad haben, da ist es ja nicht so einfach mit dem Elektromobil dann zu fahren und eine Ladestation zu finden. Wenn man ein Tankstellennetz beispielsweise an Tankstellen Module Ladestationen hätte oder Batteriepacks, die man ins Auto legt, dann kann man ja darüber reden. Nur wenn wir über einen Batteriepark reden, wo ich mit einem Fahrzeug nochmal 300 Kilometer extra tanke, da rede ich über Gewicht von ungefähr 80 bis 120 Kilo. Den möchte ich mal sehen, der dann 7-8 Pakete in sein Auto lädt, in die E-Klasse, in den 5er BMW oder ähnliches. Da sind die Leute doch über die Jahre bequemer geworden. Das ist auch nicht der technische Fortschritt, so wie wir uns vorstellen sollten. Ich glaube auch nicht, dass man außerhalb dieses kleinen Mikrokosmos Europa, in dem wir uns befinden, in Asien, in den USA, in den arabischen Ländern da mitgehen würde. Die entwickeln dann im Zweifel andere Technologien und die Motorentechnologie wandert dann ab, wie ja vieles andere auch. Also da muss man dann sehr vorsichtig sein, ob man nicht da mit dem Feuer momentan spielt. Und ich sage es ganz deutlich, sicherlich kann man weiter in Elektromobilität forschen. Da wird man Fortschritte machen. Aber ich sage nach wie vor, ich habe sehr großes Vertrauen und sehe auch sehr viel Zukunft in die klassischen Technologien Benzin und Diesel. Es wird nicht ohne gehen. Und da sehen wir ja die Optimierungsprozesse, wie ich jetzt gerade an einem Unternehmen gesagt habe. Mercedes könnte ich genauso nennen, Opel kann ich genauso nennen. Ich kann aber auch andere Firmen nennen, Peugeot und Renault, die da sehr forschen und genau auch ähnliche Werte und auch ähnliche Optimierungen in den nächsten Jahren auch erzielen werden, sodass ich nicht sagen kann, dass der Diesel, der Benziner 2030 tot ist. Ich sehe das nicht. Ja, vielleicht nochmal. Übrigens auch der Lieferverkehr, ja, LKW, BVG-Busverkehr. Sie können ja die neue Koalition, wenn ich das noch sagen darf, sagt ja, wir wollen mehr Busse, Elektromobil fahren lassen. O-Busse fahren lassen. Ich meine, die Koalition hat gerade aus dem Haushalt der grünen Senatoren 1,5 Millionen für die Beschaffung von Elektrobussen wieder rausgestrichen, weil sie sagen, das kann der Bund bezahlen. Ich meine, so wird hier in Berlin Politik gemacht. Es gibt im öffentlichen Nahverkehr, ich sage es ganz deutlich, in den nächsten 10 Jahren keine Lösung, wo ein Bus mehr als 50 Kilometer über Batterien fahren wird. Und BVG Stadtbus oder ein Potsdamer Stadtbus, der fährt am Tag 150, 200 Kilometer. Soll der 5-mal zur Ladestation? Wie soll denn das gehen? Da wird es weiter mit dem Diesel gehen. Ja.
Also für die Innenstadt, denke ich auch, wird man sich auch mehr, ein bisschen mehr Elektromobilität wünschen können. Das wird aber dann der Lieferverkehr sein, der zu Hause lädt. Ja. Also es wird nicht in der Stadt, es gibt ja schon kaum noch Tankstellen. Also wenn man mal ernsthaft unsere Branche sich anguckt, wenn ich jetzt hier an dieser Stelle bin, da ist die nächste Tankstelle so ungefähr da, wo das Bundespräsidialamt ist. Da ist eine Shell-Tankstelle und Holzmarktstraße. Holzmarktstraße, ja. Und das ist also relativ weit weg. Es gibt im Innenkern kaum noch welche. Und wie sollen dann, da liegen ja vielleicht noch an solchen Tankstellen, liegen ja noch dicke Kabel, da könnte man noch theoretisch relativ starke Schnellladestationen bauen, wenn man das wollte, aber die gibt es eben schon nicht mehr. Das heißt, ich muss, wenn ich diesen Elektroverkehr haben will in der Stadt, was ich durchaus für sinnvoll erachte, weil der Dreck dann eben nicht da entsteht, der entsteht zwar dann hier in Schwalde, aber das ist eine Geschichte oder sonst wo, aber nehmen wir jetzt nur den Berliner Raum, wenn wir den sauber machen wollen, müssen wir da etwas tun. Da kann man Elektroverkehr machen, das ist gar keine Frage, aber man muss dann dafür sorgen, dass es die Verkehre sind, die Lieferverkehre, die dann zu Hause in der Peripherie oder auch im Innenstadtbereich entsprechende Ladestationen vorhalten. Aber nur mal so zum also der Pendler, der morgens reinfährt, ja, also UPS, Autos, Post, also die machen es ja schon, Post macht ja zum Teil schon. Das funktioniert eben, weil die am Tag irgendwie 150 Kilometer fahren und dafür sind die Autos ausgelegt und dann fahren die abends nach Hause und werden wieder aufgeladen. Das ist auch kein Problem. Ja. Da brauche ich auch keine Riesenkapazitäten an Ladung. Da brauche ich relativ normale Kabel. Normal heißt da irgendwo 120 kW vielleicht. Und wenn ich mehrere Autos habe, entsprechend natürlich die Zahl. Bloß mal so für den Laien. Ein modernes Einfamilienhaus hat einen Anschlusswert von 60 kW heute. Das ist keine Schnellladestation. Sie brauchen also für eine Schnellladestation, der Tesla möchte gerne 120 plus. Ja. Eine Firma von uns baut in Dortmund zurzeit eine Ladestation für zwei Autos, also 2 × 240 Kilowatt. Das heißt, das ist das Achtfache eines Hausanschlusses. Eine normale Tankstelle hat im Normalbetrieb ungefähr 100 kW Anschlussleistung. Also das ist nicht mal eben zu machen. Die bauen da eine Trafostation auf das Ding. Und das muss man sich einfach mal vor Augen halten. Das ist nicht eben mal so schnell ein Kabel an einer Laterne. Weil eben da an einer Laterne lade ich einen VW, was gibt es da, einen Golf mit diesen 40 Kilometer Reichweite, der braucht 4 Stunden an so einem normalen Hauskabel, bis der wieder voll ist. Aber auch das ist noch nicht begonnen worden. Nee, also das Projekt. Ja, es ist also alles, also ich stecke nicht, ich möchte ja gar nicht das kaputt reden. Man muss sich nur darüber im Klaren sein, wenn ich das will, in der Stadt Elektrofahren aufbauen oder eben zum Beispiel im Busverkehr Obusse wie Eberswalde. Ja. Läuft es ja. Es gibt da auch Situationen, dass die Busse bivalent fahren, die fahren also elektrisch und in die Außengebiete, will man nicht überall in den Wohngebieten diese Kabel umhängen haben, fährt man dann mit Diesel weiter oder elektrisch auch mit entsprechenden Akkus. Das Problem ist immer beim Obus das Aus- und Einkoppeln, das muss noch per Hand gemacht werden. Da gibt es aber inzwischen auch intelligentere Systeme, die das dann automatisch gestalten können. Also das sind, aber ich glaube nicht, dass man hier in Berlin jetzt noch neben der Straßenbahn Obusleitung geht. Ja. Die sind ja bewusst abgeschafft worden in den 60er Jahren. Vielen Dank soweit. Wir sind schon ein bisschen fortgeschritten in der Zeit, deswegen würde ich gerne die Runde öffnen für Fragen aus dem Publikum, sofern Fragen oder Beiträge gewünscht sind. Herr Graf Kühle, gibt es eigentlich Untersuchungen, wie lange wir noch Öl haben werden? Denn dass ich Fachmann bin, irgendwann mal wird doch der letzte Tropfen auf der Erde, es sei denn, wir finden zufällig noch was in den Weltmeeren oder wo auch immer, aber was wir jetzt haben im arabischen Raum, in Usbekistan und wo nicht überall, irgendwann mal wird doch der letzte Tropfen gefördert sein. Müssen wir uns da schon Gedanken machen, dass es heißt Verbrauch von heute, dass wir vielleicht 20, 30, 20, 40 da auf dem Trocken sind? Also die Sorge kann ich Ihnen nehmen. Es gibt diesen alten Spruch, den angeblich Herr Yamani, damals mal der Ölkartell-Vorsitzende, gesagt hat, es wie bei der Steinzeit ist. Die Steinzeit ist nicht wegen Mangels an Steinen zu Ende gegangen, so wird auch das Ölzeitalter nicht aus Mangel an Öl zu Ende gehen. Und da hat er vollkommen recht, denn ich habe eben das Stichwort E-Fuels angesprochen. Wir müssen uns in der Tat Gedanken machen, diesen relativ wertvollen Rohstoff, der ja, das kommt noch nebenbei, auch unsere gesamte Chemieindustrie in Deutschland speist. Also es ist in Stoffen drin, wo man sich das gar nicht vorstellen kann. Man muss, um die auch aufrechtzuerhalten, brauchen wir Raffinerien, die Rohstoffe dafür wieder herstellen. Bloß auch das kann man, wenn man lang genug Zeit hat, umstellen auf erneuerbare Rohstoffe. Das dauert alles noch eine Weile. Und die Zeit haben wir aber mit Sicherheit. Es ist also eher das Problem Klimaschutz 2050 Paris-Abkommen, was wir einhalten wollen, was den Ölverbrauch zurückdrängen wird oder müsste eigentlich, wenn man das so richtig sieht, und durch erneuerbare Energien ersetzt werden sollte, als dass wir Angst haben müssen. Den Oil-Peak, den angeblich immer schon wieder gegeben hat, der geht immer weiter nach hinten.
Das liegt daran, dass die Fördermöglichkeiten besser werden, allerdings auch risikoreicher und allerdings auch teurer. Also da komme ich wieder zu dem Thema E-Fuels und Kosten. Wenn der Ölpreis steigt, und das wird er tun im Laufe der Zeit, wir haben im Augenblick so eine geostrategische Tiefslage, was den Ölpreis angeht, deswegen geht es uns ja in Deutschland auch so gut, unter anderem, wenn das mal wieder auf ein Niveau, was wirtschaftlich auch für Fracking und für Ölsande und Ähnliches wieder interessant wird, das haben wir zurzeit nicht, dann wird natürlich auch der Ölpreis steigen und dann werden E-Fuels bedingt wettbewerbsfähiger. Ja, also das ist eher ein Wirtschaftsproblem. Ich sage ja immer als Liberaler, das ist nicht ganz von der Hand zu weisen, als Wirtschaftsmann, es gibt keine Technologie auf der Welt, die sich durchgesetzt hätte gegen die Wirtschaftlichkeit. Es sei denn, ich drücke die politisch gegen diesen Willen durch und dann hat sie meistens nicht lange Bestand gehabt. Ja. Die EEG zum Beispiel. Mhm. Ich sehe es genauso, also die Frage war genauso, ich hätte sie genauso beantwortet. Ja, vielen Dank. Eine nächste Frage, bitte schön. Ich bin Eike Arnert, ich bin der stellvertretende Pressesprecher vom Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg. Eine Frage an Herrn Friederici. Wir reden jetzt sehr viel über Berlin, über den S-Bahn-Ring und so weiter, aber das Wachstum geht über Berlin hinaus. Zum Glück haben wir noch Brandenburg in der Nachbarschaft. Aus Ihrer Sicht, was kann man da verbessern bei der Schiene, beim Busverkehr? Geht da noch mehr oder haben wir da schon das Ende der Fahnenstange erreicht? Da geht sehr viel mehr. Also wir haben zu erwarten in Kürze eine 5 Millionen Agglomeration. Das ist mehr als Hamburg es bis jetzt hat. Und natürlich müssen wir die Umlandverbindungen verbessern. Die Landesregierung von Berlin und Brandenburg haben sich ja verständigt auf die Verlängerung von S-Bahn-Strecken. Das ist zu befürworten. Ich wünschte mir zum Beispiel in Richtung Süden, das kann man auch noch weitermachen bis Zossen. Die Stammbahn ist völlig richtig, die muss ausgebaut werden. Wir müssen die Stadtbahn dadurch entlasten, das ist ganz wichtig. Damit muss die Stammbahn kommen. Dort müssen wir einen leistungsfähigen Verkehr, Regionalbahn und auch, wenn es geht, S-Bahn machen, damit wir auch Potsdam erreichen, Potsdam dauerhaft im stabilen 10-Minuten-Takt erreichen mit der S-Bahn, das ist ganz entscheidend wichtig. Wir sehen an den Straßenverbindungen, die wir zwischen Berlin und Brandenburg haben, dass wir jeden Morgen eine Drucksituation haben. Das werden wir nicht viel mehr ausbauen können, in bestimmten Bereichen vielleicht schon. Wahrscheinlich müssen wir noch Ausbauten vornehmen, wenn wir den Flughafen BER betrachten. Berlin, Brandenburg, hier hat Brandenburg eine gute Verbindung von Potsdam nach BER geschaffen. Berlin, BER reicht auf keinen Fall aus. Hier müssen wir ohnehin, da sage ich, die U7 ausbauen, um den Flughafen noch besser zu erreichen, weil im 20-Minuten-Takt mit Regionalexpress und 10-Minuten-Takt mit S-Bahn, mit Verlaub, das wird nicht reichen und ein paar Bussen. Wenn wir über einen Flughafen reden wie Berlin-Brandenburg international, wenn der fertig ist, reden wir vielleicht von 40 Millionen Fluggästen, das ist so viel wie Frankfurt am Main vor 15 Jahren hatte oder München vor 3-4 Jahren, also so viel ist das. Und das sind auf jeden Fall, was wir ja auch mit der CDU Brandenburg gemeinsam in einem Konzept entwickelt haben, eine deutliche Taktverdichtung der Verbindung, aber auch neue Verbindungen, auch in Richtung Norden, Heidekrautbahn, all das muss aufgebaut werden, all das brauchen wir. S21 ist ein ganz wichtiges Thema, um auch den Hauptbahnhof leistungsfähig dauerhaft zu erreichen in Nord-Süd-Richtung. Es kann ja nicht sein, dass alle Leute mit ihren Koffern hier Friedrichstraße umsteigen, wenn sie aus dem Süden kommen. Künftig haben wir aus dem Norden eine bessere Lösung. Also auf jeden Fall müssen wir das ausbauen. Ich ärgere mich, dass man damals zum Bau des Hauptbahnhofs nicht gleich die S21 mitgebaut hat. Es wäre ein wunderbares Projekt gewesen, was diesen Abschluss gebracht hätte. Und das im ganzen Konzert. Und Sie müssen es einfach so sehen. Wir werden die Verkehre zwischen Berlin und Brandenburg nicht organisieren, ausschließlich mit der Profilierung und Verbesserung des Fahrradverkehrs. Das werden wir vielleicht im nahen Umfangbereich, wenn wir Potsdam sehen, nach Wannsee durchaus machen können. Aber das sind minimale Verkehre. Der wesentliche Verkehr und der Ausbau wird hier über den öffentlichen Nahverkehr laufen müssen. Meine Partei hat dazu ein Konzept schon entwickelt und das auch der Landesregierung in Brandenburg präsentiert. In Berlin haben wir es auch gemacht. Einige Teile hat die Landesregierung Berlin auch übernommen. Das Ausschluss dieses Konzepts, das jetzt gewesen ist, auch Verlängerungen von S-Bahnen zu machen. Aber da ist noch nicht alles erreicht, da müssen wir auch noch weitergehen. Vielleicht noch als Ergänzung, es gibt ja dieses riesige Wohnungsproblem in Berlin. Richtig, genau. Auf dem Weg hierhin in der Zeit ging es um Studentenwohnungen, das ist aber noch ein spezielles Problem. Ich sage als Brandenburger jetzt immer, naja, warum macht man es nicht so, dass man den Speckgürtel, ich nenne ihn ungern so, aber diesen wir nennen doch, es Brandenburger wachsenden Gürtel um Berlin herum stärkt, indem man da die Zusammenarbeit einfach verbessert. Ganz einfaches Beispiel, wir hatten ja
dass die Überlegung, ob das Europäische Arzneimittelamt, oder wie heißt das, nach Buch da oben kommen könnte. Da war ja eine Bewerbung Berlins da. Ich glaube, das wird sich zerschlagen. Da sind andere leider zum Zuge kommen. Aber in dem Zusammenhang hatte ich auch mal mit unserer Partei dann im Norden überlegt, kann man nicht die Wohngebiete dann sozusagen auf der brandenburgischen Seite machen, und das Institut ist dann sozusagen innerhalb der Grenze, sodass man da auch eine bessere Zusammenarbeit hat, was die Wohngebiete angeht. Dann muss ich allerdings, und da bin ich völlig bei Ihnen, diese ganzen Stiche natürlich verlängern, und das wird sich, die Urbanisierung können wir nicht aufhalten. Auch da ist es wie beim Verkehr, der Mensch geht dahin, wo es ihm attraktiv erscheint. Richtig. Und wir haben ja nun nicht wie in der DDR-Zeit, wenn ich das richtig gestern Abend in einer Sendung gelernt habe, eine Zuzugsbegrenzung für Berlin. Was gab es wohl sowas für Ost-Berlin? Die Menschen kommen und arbeiten hier auch und wollen dann aber auch anständig wohnen. Ich schätze schon, dass es aus Berlin heraus, auch wegen des Drucks der Mieten, mehr ins Umland gehen wird. Aber dann da sind sie auch herzlich willkommen. Also ich glaube, da ist genug Wohnraum möglich, der erschlossen werden kann, der auch noch genutzt werden kann. Zum Teil ist es ja gar nicht alles ausgenutzt. Aber wir müssen dann in der Tat den Verkehr so gestalten, dass wir auch gut hier reinkommen. Ich erinnere mich noch, ich habe damals eine Runde um Berlin gedreht. Wo gehen wir hin? Nachdem Berlin selbst ausschied aus verschiedenen Gründen. Dann sind wir natürlich immer mit der S-Bahn rausgefahren, ganz bewusst, und geguckt, also nicht mit dem Auto, sondern wir müssen ja irgendwie uns hier klimatisieren. Dann sind wir überall an die Stiche gefahren, haben geguckt, wo es dann möglich ist, und letztendlich wurde es dann Potsdam. Das war dann so. Ja, wir haben, die halbe Stunde ist fast um, wir haben vieles angerissen, werden nicht dazu kommen, alles zu diskutieren, könnten jetzt noch 2 Stunden weiter plaudern über Wohnungsbau, Elisabeth Aue, viele Dinge, die wir am Herzen liegen als Berliner auch. Stammband, hochinteressant. Bis zur Fertigstellung des BER ist ja noch ein bisschen Zeit, da kann man den ÖPNV ja noch ein bisschen ausbauen, bis dahin konnte ich mir jetzt nicht verkneifen, die Bemerkung. Ich danke Ihnen herzlich, gerne. Herr Friederici, Graf Bülow. Ihnen fürs Dabeisein, für die Fragen, und würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder unsere Gäste sind. Ja. Herzlichen Dank. Vielen Dank.